So, willkommen zurück. Jeder, der wieder einschaltet, weiß genau, dieses ist ein Ab-18-Spiel, Liebe und Minderjährigen. Ihr müsst jetzt dieses Video leider schließen. Jeder, der Teil 1 kennt, weiß genau, warum. Dieses Spiel ist echt derb brutal. Was man mit den Gegnern machen kann, ist grenzenlos. Ich hoffe, die Qualität sagt euch jetzt ein wenig zu. Ich habe es jetzt mal ein wenig versucht hochzuschrauben. Weil euch die Qualität bis jetzt immer noch gefallen hat und sagt, ach, das ist ja eigentlich unverändert, das passt eigentlich so, dann mache ich gern so weiter. Mich täte natürlich nichts mehr freuen, wie die Parodie irgendwann mal auf mich. Nee, das ist zu hochgegriffen. Hey, koch hier mal Kaffee für euch. Ich bin brauch bräucht mal einen. Ich bin zu faul in die Küche zu gehen. Ja, komm mal hin, ey. Den ich richtig geil finde. Ich sag mal, richtig schön. Nach Prügel eigentlich ausschaut. Wenn man irgendwas eingesteckt hat. Wenn der noch. Boah, die Frühbox.
was du eine Waffe hast. Ich catch dich einfach mit dem Messer nieder. Gott, wie schrecklich. Lauter. Daneben. Bin ein schlechter Schütze. Das war doch eigentlich ein Treffer hier. Muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin mal gespannt, wie lange dieses Video oben bleibt. Den muss man jetzt entfangen. Ich kürze es jetzt einfach mal weg ab. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Bin ich wegen ins Feuer klatscht. Das macht aber nichts. Das ist alles mein Ziel. Natürlich kannst du ihn auch bis runterrennen lassen und dann irgendwo wo er rumsteht und verkaut einfach nur um Hilfe schreit, einsammeln, ist eigentlich völlig egal. Du kommst eigentlich, egal wie du es machst, ohne den kommst du nicht raus. Du kannst natürlich auch Zeit lassen, aber ein bisschen zögern sie mit dem Schießen, aber nur ein bisschen. Ein paar denken, sie sind Bruce Willis hier. Ja, toll. Oh, jetzt habe ich den auch noch sterben lassen. Das kann er wenig stressen. Hier ein kleines Beispiel, eigentlich ganz praktisch, man kann jetzt selber runterrennen und genau hier auf ihn warten. Sag ich's nicht. Oder hier, scheißegal, man ist so oder so schneller wie er. So, das war's dann eigentlich schon. Puff. Der rennt natürlich davon, obwohl man so mühsam, Anführungszeichen, eingesammelt hat. Du
sogar eine höhere Highscore wie das letzte Mal. Finde ich ja lustig. Ja, das war die Demo. Sleeping Dogs von Square Enix. Wie es euch gefallen hat, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, warum ich mich nicht zeig oder bis jetzt noch nicht gezeigt habe. Es muss nicht sein, dass ich mein armes Handy kaputt mache. Es muss einfach nicht sein. Also lasse ich's. Und hier ist es irgendwie GTA aufgebaut. Man kann sich Klamotten kaufen, man kann sich, als ja gesehen, Autos klauen, aufpimpen, sein Statuswert erhöhen, pipapo, wahrscheinlich auch noch Martial Arts Fähigkeiten erlernen und die Gegner auf 1003 Arten töten. Ich nehme jede Wette an. Ich sag, dass dieses Video ist maximal einen Monat oben. Dann wird es von YouTube automatisch gelöscht, weil es zu viel Gewaltszenen enthält. Darauf gebe ich euch Brief und Siegel. Aber ich hoffe, die ersten, wo ihr seht, dass es euch Spaß gemacht hat, dass es euch vielleicht kaufen werdet. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, weil mir gefallen so die GTA-Reihen überhaupt nicht, aber so die Ableger, so wie Saints Row, sind echt geil. Saints Row habe ich übrigens selber da oben gespielt und ich nehme auch jede Spielanfrage gerne an, falls ihr mal spielen wollt, zu zweit, zu dritt, zu viert, keine Ahnung, irgendein Spiel, dann schreibt mich an über meinen PSN-Account. Ja, mehr ist eigentlich nur zu sagen. Ich hoffe, es hat euch weiterhin trotzdem gefallen und vielleicht habt ihr mal eine Idee, was ich so als nächstes machen sollte für eine Demo oder für ein Spiel, ob ich mal ein vollwertiges Spiel zeigen soll, in Step-by-Step-Schritten oder einfach mal wenn ich so ein Gameplay-Video machen soll. Ich finde, davon gibt es mehr wie genug. Ich denke mal, solche Promos sind eigentlich mal nicht schlecht. Weil davon gibt es noch nicht so viel. Das Spiel ist, glaube ich, auch noch nicht so bekannt. Ich weiß es noch, ich habe es auf jeden Fall noch nicht so oft auf YouTube gesehen. Muss ich auch dazu sagen. So wie Naughty Bear, mein erstes Projekt, wo ihr unbedingt mal reinschauen solltet. Geht einfach auf meinen Kanal. Vielleicht wollt ihr mich auch abonnieren. Vielleicht werde ich auch mal ganz berühmt, ganz groß, man weiß es nicht. Seid einer der ersten einfach, wo mich in meinen PSN-Account anschreibt. Die ersten 10, sage ich mal, werde ich auch dauerhaft behalten. Die sind dann bis zum Schluss, bis sie sagen, oh, ich habe die Nase voll von dir, dabei. Ja, und dann schöne Woche noch, schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr euch das Video anschaut. Und Ade! Hallo und willkommen zu Keine Ahnung. Ich habe heute noch keinen Namen, keinen offiziellen Namen. Ich werde auch jedes Kommentar dazu werten. Also von mir aus dürft ihr euch einen Namen ausdenken, also es ist mir völlig egal. Und los geht's mit Sleeping Dogs. Da denke ich mir auch selber einen Namen aus. Aber wie gesagt, ich weiß es einfach nur nicht. Ich habe einfach noch keinen Plan. Ich mache das einfach hier mal so just for fun einfach nur. Und schau, wie viele Klicks ich kriege. Also, dieses Spiel ist von Square Enix. Wer die Firma kennt, weiß, guter Hersteller. Hat Final Fantasy richtig groß gemacht. Und jedes Mal die P mit Final Fantasy fast ans Maximum des Möglichen zu treiben. Hat man mit der 1 und mit der 2er geschafft. Mit der 3er haben sie es, glaube ich, noch nicht so hingekriegt. Aber sie bleiben hoffentlich dabei am Ball. Na je. Das
Seht gerade, mit welcher Qualität ihr euch rumschlagen müsst. Also es tut mir höllisch leid. Es ist nur halb HD. Ich werde auch, weiß nicht, ob ich diesen Teil splitten muss. Und es in zwei Teile aufteilen muss, weil das Spiel geht gut, also die Demo geht gut eine halbe Stunde. Wenn, dann muss ich schneiden und zwei Parts draus machen. Mal gucken, ob ich das machen muss. Was ich an dieser Demo lustig finde, dass ab und zu mal der Untertitel kommt und mal nicht. Also falls sich jemand drauf aufregt, ich bin so. Ich red Quatsch höllisch gern. Manchmal bin ich sinnlos, manchmal auch nicht, manchmal bin ich höllisch doof. Ein wenig Blödsinn in der Welt muss man ja sein, sonst belebt man hier nicht. Also ich finde die Umgebung schon mal recht klasse gemacht. Man kommt sich vor wie, ja, wie auf dem Fidschi-Markt. Hier, kaufen, gute Imitate. Nein, will ich nicht. Hier, kaufen, gute Imitate. Ja, die winkt sogar schon. Ich gehe jetzt einfach mal zu meinem Ziel. Was ich auch ganz lustig finde, ja, die Bewohner, die gestaltet sind. Man sieht es, glaube ich, gut an den Händen. Also meine Hände sind viel schöner. Die kriegen jetzt auch gleich was auf die Fresse von mir, weil es schon hässlich anschaut. So. Ja, jetzt könnte ich nochmal was kaufen, hier und das ist natürlich jetzt vorbei. Was ist das? Cool. So, getarnt mit der Einkaufstüte. Ach, Nudeln kaufen. Ich hab Hunger. Ich schleppe den ganzen Tag meinen Einkauf rum. Ich hab höllisch Hunger. So, wo hab ich jetzt meinen Einkauf hin? Ja, Alter. Ah, da ist mein Einkauf. Fleißig eingekauft. Der frisst Eis. Lass das schmecken. Nein, ich kann jetzt Entschuldigung sagen, ey. Ich bin so, wie ich bin. Aber ich muss euch warnen, im Übrigen. Jeder, der wo jetzt unter 18 ist, sollte das Video ausschalten. Ich sag das jetzt nur einmal, kein zweites Mal. Das ist eine ab 18 Demo und die ist echt höllisch brutal. Ich glaube, da ist GTA noch ein Waisenkind dagegen. Also GTA ist nicht so brutal wie das Spiel hier. Es wird es in Deutschland wahrscheinlich wieder bloß geschnitten geben. Wenn ich mal sagen. Was ich natürlich schade finde. Die deutschen Spiele wie hier, welche paar Idioten, wo sich, wo in Schulen oder sonst irgendwo Amok rennen, wo die Wirklichkeit nicht auseinanderhalten können mit Spiel. Finde ich echt schade, dass wir Gamer, wo Spiele richtig gern spielen und leidenschaftlich auch manche, so dezimiert werden auf, ja, du darfst es jetzt nicht ohne Blut spielen. Ich werde euch jetzt mal zeigen, warum. Genau deswegen wird es in Deutschland geschnitten rauskommen. Da werden ein paar Moves nicht machbar sein, schätze ich mal, oder das Blut so dezimiert sein, dass die Wände nicht mehr verschmiert sind, oder die Option gar nicht mehr vorhanden sein. Ich will es mir gar nicht ausmalen, was da passiert. Also, ich zeige es jetzt gern noch einmal.
Genau durch solche Geschichten wird das Spiel Deutschland nicht ungeschnitten rauskommen. Natürlich kannst du da gleich das Knack brechen und alles. So ein Scherz hier. Es geht von Abgrund zu stürzen, das weiß ich nicht, ich selber nicht. Sag mal, ob ich mich zu schlagen gehe. Ja, man kann ihn aber in den Lüftungsschachten einstopfen. Ja, nicht ausprobiert, das muss ich ja mal ausprobieren. Ah, schade. Schöne ist auch, man kriegt angezeigt, welche gerade was macht, wer was schlägt. Bevor ich schneiden muss, ich werde einfach zwei Teile draus machen. Pro Mission. So werde ich es machen. Dann stelle ich jetzt beim nächsten Video einfach mal die Auflösung höher. Dann kann ich es nämlich auch größer aufnehmen, ein wenig schärfer. Vorhin wollte ich es nämlich auf über einen Gigabyte, habe ich es dann gebracht, die halbe Stunde. Das hat YouTube irgendwie nicht so gefallen, dass ich über einen Gigabyte hochladen wollte. Meine Qualität braucht halt nochmal Platz. Finde ich jetzt persönlich. Also, wer gute Qualität abliefern will, halbwegs gute, sage ich jetzt mal, braucht Platz. Mein Handy hat eine HD-Kamera, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, wie die Bildqualität ist für euch. Ich habe mir es auch schon mal angeschaut. Also, ja, man kann es gucken. Ich kann mir halt nicht so diese teure Videokamera kaufen, wo es im Hintergrund läuft, hier am Bildschirm zoomt und gestochen scharfe Bilder projiziert. Ich mache einfach mit meinen Mitteln, was ich habe, was ich mir leisten kann, solche Videos. Congratulations, Tang, so now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is, Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. No, you don't. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Wei. Much more careful. I can't bail you out like this again. Sir, I don't want to hear it. Just be careful. So, mein Highscore, mein Level, mein Cop-Level und mein Triaden-Level, ganz wichtig. Ich mache hier jetzt einfach einen kurzen Cut und ihr schaut euch, wenn ihr wollt, Teil 2 nochmal an mit mir. Wenn nicht, dann verabschiede ich mich jetzt halt von euch.